Hallöchen, liebe Leute, hier ist wieder euer Verteiler-Chief mit einer neuen Folge von Let's Play O-Ton. Wir sind hier wieder bei Dishonored auf der Xbox 360 und immer noch auf der Suche nach unserem Shit, nach unserem Kram. Wir wurden entdeckt, aber vollkommen egal, der kann nämlich nichts. Was machen wir mit dem? Der wird jetzt einfach mal... Nein, doch, er wird doch nicht erschossen. Gut's Nächtle, mein Freund. Es tut mir fast leid. Aber du bist ein Reaper, deswegen nicht so wirklich. So, haben wir das. Dann, schauen wir doch mal. Ob wir denn jetzt mal so langsam unseren Kram hier wiederbekommen können. Und da draußen wartet ja auch noch irgendwie eine Sache, die wir noch... Oder eine Sache, die ich noch ausprobieren möchte. Ja. Alumlum! Wo bist du? Bist du Lappen? Ach da! Da bist du Lappen. Okay, der kommt da nicht durch. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Oh, hier ist aber irgendwie ziemlich eklig. Okay. So, mein Freund, für dich ist jetzt hier an der Stelle das Let's Play zu Ende. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Aber ich muss jetzt meinen Scheiß wiederholen. Yes! Da-da-da. This is mine! Ein Achievement! Hervorragend! Oh, hier können wir noch ein paar Sachen mitgehen lassen. Das tun wir natürlich mit großer Freude. Und jetzt haben wir auch... Yes! Wir haben auch endlich wieder den ganzen Kram zusammen. Aber nur noch zwei Schlafpfeile. Das ist natürlich schlecht. Ja, und jetzt ist natürlich unser guter Händler hier, der Piero, nicht mehr zur Verfügung. Das ärgert mich natürlich jetzt so ein bisschen. Aber hey, was soll man machen? Gar nichts, offensichtlich. Und deswegen... Da oben... Kann man irgendwas betätigen? Das werden wir auch mal machen. Zack. Achso, da hätten wir auch die Leiter nehmen, die Treppe nehmen können, aber viel zu unkonventionell. Viel zu konventionell. So. Tjo. Ja, dann hüpfen wir mal hier runter. Und ich glaube, wir müssen uns hier noch ein bisschen vor dem Rattenschwarm. Oh ja. Das sind ja neue Gegner. Ach so, nee, ich glaube, das sind immer noch die. Die Reaper von vorhin. So, und jetzt? Also mit den Ratten habe ich mich wirklich nicht rangegeben. Beim besten Willen nicht. Deswegen. Zack. Ratten können zum Glück keine Treppen steigen. Können wir hier was drin finden? Nö. Schade. Wäre lustig geworden.
So, ja, Jetzt bleibt noch eine Sache zu klären, und zwar, was sich da hinten wohl alles verbirgt. Aber mein Herz sagt mir, es ist nichts Wichtiges. Okay, ja, blöde Anspielung, ich weiß. So, Hilfe. Okay. Zack. Was steht da? Davidson's Wax. Candle Quality. Yeah. Ultra awesome. Bombs. Voll drauf gelandet. Bam. Hätte ich das schon irgendwie gelesen? Keine Ahnung. Kann sein. So. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Jetzt gucken wir mal, was hier der Daut denn so noch für Überraschungen für uns vorbereitet hat. Ne? Sagt man ja. So. Ja. Herzlich willkommen am Arsch. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Ich speichere erstmal nochmal. Damit wir hier nicht den ganzen Kack nochmal machen müssen. Gell? So schaut's aus. Ich hab jemanden gehört. What the hell? Was zum... Da hinten ist einer. Okay. Alles klar. Okay, sind jede Menge. Deswegen... What? Ah, jede Menge Lumpen. Alter Schwede, sind das viele? Tja, da müssen wir uns mal was überlegen. Machen wir hier mal eine kleine Rattenexkursion. Wo kommen wir denn hier hin? Okay. So. Ach, schon wieder jede Menge Fische. Nee. Ach ja. Piz. Was hat mich jemand entdeckt? Nö, oder? Nee. Da komme ich auch nicht rein. Ach, jetzt schießt schon wieder diese beknackten Dinger auf mich. Soll's. Wieder hier rüber. Und hier wieder hochklettern. Ah, da sind doch schon wieder hier die ganzen Lumpen. Sehen die mich nicht? Wollen die mich nicht sehen? Doch.
Okay, alles klar. Gut, kleine Exkursion. Kurz mal speichern. Denn, ich habe so das Gefühl, es könnte gleich Ärger geben. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier am besten durchkomme. Vielleicht bewege ich mich auch ein wenig über die Dächer. Wer weiß es schon so genau. Aber als erstes schieß dem Typen da einfach mal in den Kopf. Verdammt. Das hat schon mal geklappt. Ist der jetzt tot oder ist er jetzt nicht tot? Ah, Leute, ey, die machen mich wahnsinnig, die Typen. Mit ihrem Hin- und Her-Teleportieren, das ist ja schlimmer wie bei Star Trek. Ah, ja, okay. Da hinten ist einer. Krieg ich den? Das ist, glaube ich, zu weit. Oder? Na, komm her. Ah, sehr gut. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist immer gut. So. Da oben ist noch so ein Lumpen. Na? Ach so. Ah, okay. So. Okay, der hat die Leiche gesehen. Was nicht weiter schlimm ist, denn gleich ist er auch dran. Ja, verdammt. Ich wollte gerade sagen, die können hier hoch, aber ich nicht, oder wie? What the fuck, wo ist er? Ah ja. Kuckuck, komm her. Na komm. Zeig mir deine Rübe. Wo bist du? Jetzt ist Ruhe hier. Mann. Ich wollte doch hier... Falsche Kraft, meine Herren. Ich wollte auf dieses Dach hoch. Ja. Genau auf dieses. So. Und weil es so schön ist. Platsch. Lasst es euch schmecken, Jungs.
Tatsächlich. Ich raste aus. So. Haben wir gemacht. Oh. Kann man hier. Kann man doch immer was entdecken hier im Spiel. Ja. Alles sehr schön. Wo geht's denn wohl dahin? Das will ich vielleicht jetzt erstmal gar nicht wissen. Oder? Bone Charm. Ein Bone Charm, also. Vermutlich da in dem Haus. Gucken wir mal. Gucken wir doch mal, wo wir da hinkommen. Fuck. Boah. Alter Schwede. Ich hab gedacht, es wäre vorbei. Na, wo ist er? Ziemlich genau unter uns. Ja, Leute. Ich merke schon wieder, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Herrje, dieses Spiel. Ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß und ich lasse mich auch immer gerne von irgendwelchen Kram irgendwie ablenken. Deswegen, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.